Ja, hallo, willkommen zu einem Webcast über IOC und Performance. Im Prinzip soll dieser Webcast gar nicht so viele Fragen klären, sondern vielmehr zur Diskussion anregen. Und zwar bin ich darauf kürzlich gestoßen, als ich mal wieder ein paar Blog-Einträge gelesen habe. Und ich habe jetzt einfach mal Castle Windsor als Container meiner Wahl genommen. Der bietet da schon ein paar Out-of-the-Box-Funktionen an. Generell kann man aber alles, was mit dieser Out-of-the-Box-Funktion geleistet wird, auch selber programmieren. Es geht einfach nur hier jetzt natürlich einfacher, da man nicht mehr viel machen muss. Ja, und zwar, das Szenario sieht wie folgt aus. Ich habe drei Interfaces und drei Implementierungen dazu. Und in der einen Implementierung, in dieser Test-1-Implementierung, die iTest1 implementiert, ja, Test1 implementiert, habe ich zwei Abhängigkeiten im Konstruktor, und zwar zu iTest2 und iTest3. Diese werden dann lokal eben festgehalten, und hier in der DoSomething mache ich zuerst das Test3 DoSomething. Die hat gleichzeitig noch einen boolschen Rückgabewert, der dann besagt, ob die Test2 überhaupt aufgerufen werden soll oder nicht. Und im Prinzip ist in jeder Implementierung so eine Konsolenausgabe, ob die Klasse oder das Objekt erzeugt wurde und ob die Methode aufgerufen wurde. Wenn wir also in die Test2 reinschauen, da wird im Prinzip nur die Konsole ausgegeben und in Test3 das gleiche, außer dieser Rückgabewert ist noch dabei. Und wie sieht das Ganze aus? Also ich habe jetzt einfach hier schnell von Hand in meiner Main-Methode die Komponenten registriert, habe hier noch eine kleine Methode, die Performance eigentlich schon mal zeigen soll, wie lange dauert es eigentlich, wenn ich jetzt 1000 Objekte, die jeweils zwei Abhängigkeiten haben, die also auch wieder erzeugt werden müssen, sprich wir reden hier im Prinzip über 3000 Objekte, die erzeugt werden müssen, wie lange dauert das Ganze? Und das geben wir hier unten aus, da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zu sprechen, und danach lade ich mir jetzt aus dem Container die Test 1. Damit wird diese natürlich erstellt und deren Abhängigkeiten gleich mit. Jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Also zum Erzeugen dieser 3000 Objekte brauchen wir eine Sekunde, 1,5 Sekunden. Und da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Schauen wir uns erst noch das nächste an. Merken wir uns mal diese 1,5 Sekunden. Und zwar wurde zuerst Test 2 erzeugt, dann Test 3 und dann Test 1. Das ist natürlich logisch, weil die Test 1 Implementierung, gehen wir mal kurz rein, die Test 1 Implementierung hat hier eben die Abhängigkeiten, und die werden dann der Reihe nach, also Test 2 zuerst und dann Test 3 aufgelöst. Dementsprechend gibt es diese Konsolenausgabe. Und nachdem diese Objekte erzeugt wurden, rufe ich auf der Test 1 Implementierung, jetzt muss ich gerade nochmal mich orientieren, da sind wir genau, ich habe das jetzt mal Root genannt, rufe ich auf dieser Test 1 Implementierung eben das Do Something auf. Ja. Und wenn wir da kurz durchsteppen, als erstes wird Test 3 Do Something aufgerufen, da kommt ein boolscher Wert zurück. Der ist true in dem Fall, das habe ich hardcodiert drin. Und dann wird eben deswegen die Test 2 auch noch aufgerufen. Unabhängig davon, ob dieses Test 2 Do Something aufgerufen wird, wird immer Test 2 erzeugt. Es kann natürlich sein, dass man hier jetzt beispielsweise irgendwelche Business-Logik hat, die gibt einem ein False oder ein True zurück, und nur wenn eben True zurückkommt, muss überhaupt diese Test-2-Methode ausgeführt werden. Und jetzt stellt sich die Frage eben, macht es dann Sinn, wenn dieses Objekt im Vorhinein schon erzeugt wird? So, und dazu wollen wir gleich schauen, wie es dann sich verhält, wenn diese Test-2-Implementierung quasi lazy erzeugt wird. Zunächst einmal zwei Punkte. Einmal das Erzeugen von Objekten, deren Assembly bereits in die App geladen wurde.
geht relativ zügig. Ja, das ist im Prinzip wie wenn man jetzt in .NET auch Objekte in irgendeiner Form erzeugt, macht man ja eigentlich ständig und da macht sich eigentlich keiner Gedanken drüber. Sobald man jetzt aber über eigene Objekte spricht, oh, das muss ich aus dem Container holen, das könnte ja lang dauern und so weiter und so fort. Sobald es einmal aus einer, also sobald eine Assembly einmal geladen wurde, geht das Ganze eigentlich recht flott. Das heißt, große Performance-Einbrüche sind dann nicht zu erwarten. Das tritt primär dann auf, eben wenn jetzt Abhängigkeiten zu weiteren DLLs besteht, die erstmal geladen werden müssen. So viel mal dazu. Das heißt, dieses Szenario, da ist die, gibt es ja nur diese DLL oder diese Assembly, damit hat sich das im Prinzip erledigt. So, trotzdem könnte man jetzt argumentieren, ja, warum sollte denn jetzt hier was erzeugt werden, was ich eventuell nicht brauche? Da gibt es auch noch einen anderen Streitpunkt, muss ich denn dieses Test 3, Entschuldigung, dieses Test 2 tatsächlich reinreichen, weil ich brauche das ja nicht immer. Ja? Und Konstruktor sollte doch eigentlich nur das übergeben bekommen oder nur das voraussetzen, was er auch auf jeden Fall benötigt. Ja? Also das ist jetzt so ein Punkt, über den man dann gerne im Blog oder im YouTube-Channel diskutieren kann. Und jetzt schauen wir an, wie kann man denn das lösen, indem man eben das Ganze lazy lädt. So. Und Castle Windsor bietet dafür eine nette Geschichte. Und zwar nennt sich das hier Lazy. So, und jetzt muss ich hier allerdings auf Value zugreifen, weil dieses Value macht jetzt intern eine Prüfung eben, wurde schon mal drauf zugegriffen, dann wird eben die bestehende Instanz zurückgegeben und wenn nicht, wird sie erzeugt und dann zurückgegeben. Also wir können uns kurz die Schnittstelle anschauen, da gibt es nicht viel, eben nur Value und ist Value created. Könnte man sagen, dass das vielleicht ein bisschen unschön ist, aber wie soll man es anders lösen? Ja? Also so wird es dann jetzt eben gemacht. Und jetzt muss ich nur noch eines sagen, und zwar dem Container muss ich jetzt mitteilen, dass es eben lazy Komponenten gibt und dafür dient diese Zeile. Ja. Das hier muss man also reinmachen. So, und jetzt müssen wir noch ganz kurz schauen in die Implementierung, dass hier bei do something nicht eben true zurückkommt, sondern false. Beziehungsweise wir können auch true machen, weil man sieht dann, dass dieses created erst später auftritt. Beachte mal das mal gerade noch nicht mit der Zeit. So, und jetzt sieht man hier, dieses Test 2 created wird erst dann aufgerufen, wenn tatsächlich auf die zweite Komponente mit do something zugegriffen wird, wenn man gar nicht auf diese zugreift. Das schauen wir uns auch an. Wenn man gar nicht auf diese zugreift, dann wird natürlich gar nichts gemacht. Ja. Also Test 2 bleibt völlig außen vor. Und das bietet uns also Castle Windsor out of the box, eine ganz nette Geschichte, die man durchaus mal verwenden kann, wenn es da Szenarien gibt. Aber wie gesagt, das kann man jetzt gern bei mir im Blog oder sonst irgendwo auch diskutieren, ob sich das wirklich so auf die Performance auswirkt. Wir haben jetzt gerade die Zeit gesehen, jetzt lassen wir es gerade mal im Verhältnis dazu laufen. Also hier die Zeit ist natürlich ein bisschen geringer, weil hier jetzt nicht mehr 3000, sondern 2000 Objekte erzeugt werden müssen. Wir sind hier bei ungefähr einer Sekunde statt eineinhalb für eben eine ganze Handvoll, nicht mehr eine Handvoll, sondern für massig Objekterstellungen. Das aus meiner Sicht gibt es hier jetzt in diesem Fall kein Szenario, wo das rechtfertigen wird, dass man das jetzt mit Lazy lädt. Aber das kann natürlich diverse Konstellationen geben. Ich wollte einfach das nochmal vorgestellt haben. Ich werde auch noch zwei, drei weiterführende Links in den Beitrag posten, in denen man dann auch Hintergründe zu diesem Lazy nachlesen kann, wie man das selber bei sich implementieren kann, wenn es der Container nicht anbietet. Welche Gedanken dahinter stecken, also da ist auch ein Fachbuchautor dabei, der darüber was geschrieben hat. Prinzipiell, das kann ich jetzt schon mal sagen, wir halten es so, dass der Container ganz am Anfang komplett initialisiert wird, also der komplette Baum aufgebaut und aufgelöst wird. Idealerweise, dadurch, dass wir Legacy-Code haben, können wir das nicht hundertprozentig umsetzen. Idealerweise muss man dann nur
ganz am Anfang der Anwendung, also im Konsolenprogramm wäre es die Main, in einer WCF-Anwendung wäre es die Host Factory, in einer WPF wäre es eben in der App-Start-Geschichte, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin jetzt nicht der große WPF-Experte. Und da löst man einmal über Container Resolve eben das Root auf und anhand dessen kann man dann alles weitere erzeugen. Man muss dann eben nie mehr auf den Container zugreifen. So ist eigentlich die empfohlene Haltung von den meisten Autoren, was ich bisher gelesen habe. Und wir versuchen das auch anzustreben, geht aber aufgrund, wie gesagt, von ein paar Komponenten mit Legacy Code und VB6 und so weiter eben nicht. Ja, das war's. Ich bedanke mich.